someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Why do I, baby, why do I?
So, herzlich willkommen zu meinem Hotpack. Ich hoffe, dass man mich heute, dass man mich heute richtig versteht. Ich habe mein ganzes, Büro, das ist eigentlich nicht, das ist mehr so ein kleines Studio, vollkommen umgeräumt. Und ich habe jetzt kein Bild, was ich hier zeigen kann. Und habe es neu verkabelt und leider den falschen Kanal gewählt. Das heißt, bei dem letzten Stream hat man mich so gut wie gar nicht verstanden. Tut mir leid, bitte um Entschuldigung. Aber ich glaube, heute ist das in Ordnung so, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß noch nicht, ob die Musik ein bisschen laut ist. Ich glaube, ich stelle die mal ein bisschen leiser. So, ich habe den ganzen Tag oder immer mal wieder von heute Morgen an mal ein bisschen alles durchforstet. Übrigens habe hier die Stellarrüstung. Das war eigentlich schon ganz einfach. Oh, ich muss die wieder aufladen. Ganz einfach, die ganzen Upgrades rauszuholen. Man musste eigentlich diesen Anvil Upgrade, das musste man einfach rausnehmen. Beziehungsweise in dem Rüstungsteil musste es einmal vorhanden sein. Dann konnte man die anderen Teile rausnehmen und dann auch das Anvil Upgrade. So war das möglich. Ansonsten war das also fest drin. Ich kann das ja auch mal. Kann ich es jetzt zeigen? Weiß ich gar nicht. Ist ein bisschen riskant hier. Jetzt könnte ich es auch rausnehmen, aber wahrscheinlich nur, weil hier der Mikro-Anvil drin ist. Ich weiß nicht, ob das überall der Fall ist. Doch, da geht es jetzt auch. Ich weiß auch nicht. Also jedenfalls kriege ich es ja nicht raus, die Teile aus meiner anderen Rüstung. Jetzt scheint es also irgendwie problemlos zu gehen. Na gut. So. Da sind wieder irgendwie viele Monster, die sich schon bemerkbar machen. Ich habe hier schon einige Spawner abgeräumt und sind trotzdem wohl noch einige da. Ich weiß gar nicht, wo die stecken. So, Zans. Wo seid ihr? Eine Etage höher. Eine Ebene. Ich wollte nämlich mal mein Sunpad zeigen. Das ist wohl nochmal verändert worden. Es war also früher so, dass man in weiter Umgebung alle Spawner blockierte damit. Das ist aber jetzt nicht mehr ganz so. Dennoch hat das eine ganz schöne Eigenschaft. Ich muss es unbedingt zeigen. Wo seid ihr? Hallo. Kam von hier. Das Ganze. Und hier an der Seite. Ich muss einmal eine Etage höher gehen, dann kriegen wir das hin. Moment, hier eine Etage höher. Ja, da sind welche zu finden. Ja, das war jetzt Absturz. So, da sind wir. Das ist dieser Ender. Spawner. Enderman Spawner. Und wo sind. Da habe ich jetzt schon alle kaputt gemacht. Das ist ja. Eigentlich. Sollte hier gar nichts mehr sein. Ich weiß gar nicht, wieso da immer noch so viele Mobs sind. Ah, ich habe hier noch gar nicht geöffnet. Das ist der Punkt. Ja, na gut. Dann gehen wir da mal rein. Und dann werden wir sie mal fliegen lassen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Das ist doch prima. Ich finde das so lustig. Die schwirren um einen rum. Und wenn das fertig ist. Wenn das erledigt ist, dann kann man eigentlich fast kaputt hauen. So. Also, das ist überhaupt kein Problem. Ich finde das sehr hübsch. Muss ich sagen. Da ist noch ein Spawner. So, den
letzten, den bestücken wir auch noch mit dem Laternchen. Und dann sind die auch erledigt. Mal gucken, was haben wir hier? Oh ja, schon was Interessantes. Die tun wir weg. Haben wir genug von. Und hier haben wir auch noch mal Gold. Das ist sehr gut. Mach weg, nee, kann ich nicht. Okay. Ja, das machen wir auch erstmal kaputt. Nee, machen wir alles nicht. Auch das schmeißen wir wieder weg. Gut, okay. Ich glaube, ich werde mir dann auch mal eine neue Fernwaffe kreieren. Und zwar diese Laserwaffe, die es bei Tinker gibt. Das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Waffe. Ja, die haben Angst, weil ich hier mein Siamesis-Pet habe. Das ist ja dann für die Zombies ist das nicht so angenehm, wie es aussieht. Ich wusste gar nicht, dass es hier so Festungen gibt mit viel Endstone. Das hätte ich mir den Weg vielleicht ins Ende sparen können, obwohl das ja auch ganz komm, du bleib doch mal hier, nicht so gut. Ich will euch doch nur einmal an den Kragen. Hey! Und richtig schnell! Hallo! Hier bleiben! Oh, das ist richtig. Ist da unten? Da komme ich irgendwie her, aber ich weiß nicht, ist das jetzt das neuer Zugang, den ich noch nicht so kenne? Doch, den kenne ich nicht. Ja, klar. Das ist nur so ein Seiteneinstieg. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt alles auch geholt, was zu holen war. Dann schmeiße ich noch weg. Ach nee, danke. Ich brauche jetzt nichts. Ist jetzt sehr nett, aber ja, das kommt weg. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Hause zurück. Ich glaube, das kann ich auch dann wegschmeißen. Das auch. Ich weiß nicht, wo bin ich da? Ja, ich glaube, das habe ich noch nicht ganz durchforstet, aber. Ja, gut. Das lassen wir noch. So, da sind wir. Also. Das andere Problem, also das war das eine, diese Stellarrüstung, im Grunde gar nicht so schwer zu craften, nur ein bisschen, ne, überhaupt nicht schwer zu craften, nur ein bisschen teuer. Also die Nether Stars kosten natürlich, das ist klar, aber ich habe hier jetzt die Möglichkeit, mit meiner Methode ganz leicht an Nether Stars zu kommen. Oh, jetzt leckt's wieder. Oh, das geht hier auch wieder ab. Sehr schön. Ich glaube, da werde ich mal ein bisschen was ändern. Packen wir erst ein bisschen weg hier. Moment, den Block, die Hälfte davon nehmen wir auch. Ja. Also ich glaube den Endel auch. Oder zu viel möchte ich da nicht reinpacken. Aber und dann wenden wir uns doch auch wieder der Advanced Rocketry zu. Das kommt wieder zurück. Hier rein.
alle. Das ist, glaube ich, voll hier. Ja, das ist auch nicht kein guter Platz, würde ich sagen. Ich tue das hier in meine Allzweck-Grabbelkiste. So, und dann den Fisch. Den brauche ich eigentlich eher gebraten. Haben wir ja noch ein Öfchen. Da kann man das eben durchhauen. Ui! Was ist das denn? So viel. So. Der kommt dazu. Dann kann man hier das auch weglegen. Das heißt, nee, ich mache das anders. Ich habe hier jetzt die Möglichkeit bekommen, nee, es geht immer nur, wenn es zu ist, Möglichkeit bekommen, das hier zwischen zu lagern. Und ja, ich muss ja noch diese beiden Mesa Loot Cases aufmachen. Das ist natürlich sehr spannend. Dann machen wir das mal. Was wird es diesmal geben? Oh, das sieht doch nicht schlecht aus. Zwei Bögen. Ja, 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 gucken wir gleich mal, was das für Bögen sind, wo ich ja eigentlich diese Laserwaffe craften wollte. Ghost, ja, weiß nicht, ist das gut? 1,46. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann das gar nicht einschätzen, ob die wirklich gut sind. Ich glaube, ich werde trotzdem meine Laserpistole, Laserwaffe kreieren. Dann holen wir noch die. Moment. Ne, Waffen rein. Dann holen wir noch die Diamanten ab. Ach, das geht, ich weiß nicht. Geht später, kann man das einfach so ziehen, aber das geht hier nicht. So. Gut. Ich glaube, ich kann dann mal. Ja, das ist öfter so, ich weiß nicht warum. Das wird einmal weg. So, ja, ich glaube, ich kann dann auch mal was anderes anpflanzen, aussehen. Ich nehme mal hier ein paar Seeds weg, das ist ja ein Wahnsinn. Die kann man ja alle wegschmeißen. Erst war es teuer und jetzt interessiert es mich nicht mehr. So, dann machen wir das mal alles leer. Was gar nicht so einfach ist. Vor allem war es furchtbar weg. Immer wieder nach. Das ist immer so ein Problem. Hier die ganze Reihe. Ja, mal gucken, ob da schon wieder was angekommen ist. Nein. Sollte jetzt eigentlich klappen. Da ist schon wieder was. Das ist diese Aufgabe von Sisyphus, der immer wieder den Stein hochrollt. Und ein bisschen so vor. Ich rolle keinen Stein, aber ich versuche immer wieder den
zurückzuhauen. Muss natürlich die auch an der Seite immer wegnehmen, sonst kommen die ja, werden die wieder eingefangen. So, das gucken wir mal. Also kann man ja erstmal einiges wegschmeißen. Dann mache ich 24 mal so, dann geht's schon wieder los. So, okay. Das ist jetzt schon okay. Immer noch hier, Mann. Immer noch hier, Mann. Immer noch? Steel, das ist jetzt Steel, okay. Steel wollte ich nämlich eigentlich auch haben, damit, ja, ich pack den Diamant mal weg. Damit ich da ein bisschen Reserve habe. Und nochmal ein Stack, das reicht nicht so gut aus. So, okay. Wie sieht's aus? Wenn man nochmal Diamant, klar, Diamant. Scheint jetzt alles zu sein. Okay, dann sollen die sich mal ein bisschen verbreiten hier. So, okay. Die restlichen Diamantessenzen nehmen wir mal mit. Ach so, eine Sache, die ich vergessen hatte, aber die mir wieder eingefallen ist. Wie das mit dem Experience Obelisk ist, also da habe ich ja Probleme gehabt. Ich dachte immer, das zieht XP alleine an. Das ist eigentlich dieser Item XP Vakuum, der zieht das an. Den muss man allerdings erst einmal mit XP füllen, mit dem Eimer. Und dann geht das auch weiter. Und dann kann man den so ausrichten, dass der direkt vom XP-Vakuum die Experience übernimmt. Ja, okay. Dann könnte ich auch mal diese Essenz hier vielleicht umwandeln. Eine ganze Menge, der ist auch voll. Da könnte ich auch mal XP draus machen. Also könnte, aber wir wollten jetzt nochmal zur Advanced Rocketry und Laser Gun herstellen. Also erstmal gucken, wie das war. Pinker habe ich jetzt auch nicht hier, aber ich glaube, ich werde erstmal weitere Gerätschaften craften. Was haben wir eigentlich hier noch? Cutting Machine. Ich glaube, die Cutting Machine hatte ich schon. Oh, falsch gelandet. So, das war nass. Ja, also wir haben einmal hier Cutting Machine, wir haben Crystallizer und Precision Assembler. Immer wieder. So. Ich glaube, das Ding brauchen wir auch. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist wahrscheinlich Observatory. Nee, brauchen wir noch nicht. Welding Machine wäre nicht schlecht. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Electrolyzer, jawohl. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Womit fangen wir denn an? Mit dem Electrolyzer vielleicht. Hier so. Ja, hier. Ach, warte mal. Nee, der sollte vielleicht näher an die... an den Startplatz ran, denn das kann man ja dann bestücken mit so. So. Vielleicht.
muss natürlich auch noch ein bisschen verlagern. So, was brauchen wir denn? Also den Electrolyzer selbst. Wir brauchen, gibt es da zwei Etagen? Ja, gibt es natürlich. Naja, okay. Drei. Nein. Also Fluid Output. Fluid Output. Zweimal. Ja, ist ja klar. Es gibt ja ich weiß nicht, Wasserstoff und nee, was war das? Wasserstoff. Irgendwie gibt es Sauerstoff, Wasserstoff, ich weiß nicht, das ist. Wäre ja dann die umgekehrte Knallgasreaktion. Naja gut, also ich muss mal gucken. Also zweimal Fluid Output, Machine Structure, Fluid Input, Machine Structure. Okay. Aber das können wir nochmal im Haus selbst aufbauen. Ist eigentlich kein Problem. Also fangen wir mal einfach an. Oh nee, die Tastatur ist auch noch nicht so richtig, wo sie hin soll. Ich muss das alles erstmal wieder so, Fluid Output Edge. Power braucht man sicher auch. Einmal fehlt. So, also Fluid Output. Einmal, zweimal. Einmal den, nochmal den. Dann brauchen wir, nein, das nicht. So, jetzt haben wir den da oben hingehängt. Also, gut, Output Hatch, Elektrolyzer. Oh, da haben wir nicht viel. Erstmal die Teile hier zusammensetzen. Das ging schnell, sehr schön. Jawohl. Aber da wird es schon problematisch, das sehe ich schon. Die müssen geschnitten werden. Ne? Da geht es jetzt los. Also, wir müssen erstmal diese Dinger herstellen hier. Und zwar Silicon Warfer. Silicon Bull und die Cutting Machine. Aha, okay, alles klar. Ich glaube, das geht auch damit. Wenn ich das richtig sehe, geht es auch damit. Gucken wir mal. Ja, also Input, mal sehen, was ich da tue. Gar nichts. Glaube. Aha, Crystallizer. Okay. Dann muss man erstmal ein paar von diesen Nuggets herstellen. Das in den Crystallizer, Input. Das rechts ist seltsam, ne? Das muss ich natürlich auch einstellen, sonst geht's ja gar nicht so. Jetzt aber. Eigentlich ist rechts mal Output bei mir. Naja. Oh, das klappt schon mal. Verbraucht jeweils 1. Ja, gut. Das sind ja schon 8, oder? Sehe ich das richtig? Input. Anstellen, natürlich. Ich darf die auch nicht anlassen. Ich muss gucken, dass ich gleich ausstelle. So, das sind schon mal 8. Das ist ja das erste.
Oh Gott sei Dank, es hört auf zu regnen. Bin schon ganz nass geworden. Ja, drei Stück. Oh, so viel brauche ich, glaube ich, gar nicht. Okay, jetzt mal weg. So. Ja, okay. Drei. Ausstellen. Ja, ich hatte es schon bestückt mit Solarzellen, aber das habe ich dann wieder weggenommen. Die werde ich noch ohnehin brauchen bei meiner Rakete oder bei meiner Station. So, jetzt gucken wir mal. Also, es geht weiter mit Gold und Redstone. Gold und Redstone. Input. Gold. Und Redstone. Der hängt halt immer noch. Ja. Mach mal ein bisschen was mit. Uah. Leck, aber kann es nicht ändern. Eigentlich alles zu. Sonst habe ich schon mal was offen und dann geht das nicht. Oder überhaupt nicht. So, anstellen muss ich auch. Das vergesse ich immer. Ich vergesse immer die Maschinen anzustellen. Sonst muss ich die jetzt ausmachen. So. Alles klar. Gucken, ob sich da alles tut sich was. Output ist hier. Die Rückseite ein bisschen hoch. So, da haben wir die Circuit Plate. Ach, das muss man dann nochmal in die Cutting Machine. Ja, okay. Ja, kompliziertes Verfahren, aber ich weiß auch nicht, wie viel ich davon brauche. Ob das jetzt reicht? Keine Ahnung. Das ja, verdoppelt sich ja nochmal. So. Moment, da war noch was. Oh ja, dann lassen wir sie noch an. So. Auf geht's. Das ist doch die Cutting Machine. Ja, geht ja auch. Das vervierfacht sich. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Das ist, ich habe jetzt 4, da habe ich dann 16. Ja, möglicherweise komme ich damit auch hin. Ich weiß es nicht. Ich muss mal sehen, ob ich die irgendwo anders noch verwenden kann. Ansonsten so auf Vorrat arbeiten ist ja auch nicht schlecht, ne? Sollte man schon. So, die sind bestimmt durch. So, ausmachen. Ja. Ja, gut. Kommt der Chef in der Fabrik und sagt, so, du musst die Maschinen ausmachen, die verbrauchen wir. Ja, so ist es schlecht. So, was brauche ich jetzt noch? Die beiden Dinger habe ich. Dann müsste es doch eigentlich klappen. Nee, gibt's nicht. Ja, das sollte eine Kleinigkeit sein. Und jetzt, jawohl. So, jetzt brauchen wir noch die. Weil das ist der erste Teil gewesen. Ich glaube, wenn ich das. Electrolyzer, Fluid Input haben wir zweimal. Ne, Output haben wir. Ja, ist ja auch richtig. Zweimal Output, Maschinen, Fluid Input brauchen wir einmal. Fluid Input Edge. So, einmal. Ja. Sind wir schon wieder weg hier. Dann kommt einmal diese Coil und Power Input Lug. Zweimal. Zweimal. Aha. Gut. Also Coil. Da haben wir mal Aluminium genommen. Und Power Input. Input Plug. Jawohl. Einmal.
zweimal. Die Dinger, die werden immer so schnell leer. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt nur mal, ja, schon ein bisschen besser. 24 mehr. Es fehlen mir immer die Tinplates hier, die Zinnplatten. Das ist furchtbar. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Zinn. So, jetzt haben wir da noch gar nichts hingestellt eben. Wo? Nee. Immer noch nicht. Kein zweiter. Ja, das ist eigentlich ganz gut, oder? Hinten kann man ja noch einmal Sand auffüllen. Ja, das ist gut. Die Fackel ist auch richtig positioniert. So, dann geht's los. Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Ist hier Machine Structure zweimal, dann haben wir Fluid Input, ja, Fluid Input. Dann haben wir hier oben einmal die Coil, Aluminium Coil, dann haben wir hier Power Input Plug, das Power Input Plug, jawohl. Und da vorne haben wir dann den eigentlichen Electrolyzer und die beiden Outputs. Und dann sollte das Ding auch funktionieren. Jo, geht. So, jetzt muss ich mich natürlich nochmal damit befassen, wie ich die Sachen hier rauspumpe. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Wie ich schon in einer der früheren Folgen angedeutet habe. Es ist schon bestimmt anderthalb Jahre her. Ich habe zwar immer noch das Bild irgendwo da im Startbildschirm oder so, Pausenbildschirm, aber ich weiß nicht mehr, wie das war. Also es muss ja irgendwie Wasser rein, ein Infinite Water Source, und dann wird das Wasser aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff, H2O, also ist ja Wasser, und das wird dann aufgespalten. Also so habe ich es eigentlich in Erinnerung. Ich glaube aber, wir brauchen eine ganze Menge Energie. Ich denke, ich werde hier zwei Kohle-Generatoren drauf setzen. Und das müsste reichen. Und dann nehmen wir uns mal einen Eimer. Ich das mal irgendwie einzufüllen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Okay, machen wir so. So. Aber lässt sich ja alles erarbeiten. Das ist ja das Schöne. Also, was wollte ich jetzt? Ich wollte Strom, Kohlegeneratoren. So, da ist er. Zweimal Furnace. So. Und dann die beiden Generatoren. Kohle habe ich, glaube ich, noch, oder? Habe ich jetzt keine Kohle? Ja, natürlich doof, wenn ich daran nicht gedacht hätte. Aus, oder? Ja. Ich hab keine Kohle. So ein Ärger. Ja, das ist aber jetzt keine große. Hallo, möchte fliegen. Keine große Sache. Da fliegen wir mal einfach ein Stück weiter. Und bedienen uns da an unserer Kiste. Da ist genug drin. Durch die Wither Skeleton habe ich da natürlich eine ganze Menge. So. Hälfte da rein. Hälfte da.
Wasser. Da kommt das Wasser hin. Input Hatch, da wird es ja wohl reinkommen. Ja, das ist wohl richtig, aber natürlich unpraktisch. Da muss man was anschließen. Und das sollte eine Infinite Water Source sein, damit das immer weiterläuft. Ich muss mal überlegen, welche Kabel ich da verwenden kann. So, und wenn man jetzt hier anmacht, dann sollte eigentlich auch Wasser und Sauerstoff rauskommen. Hier kommen die, ja, hier kommen die Kanister rein, ne? Da geht schon, kommt schon Sauerstoff, jawohl. Und hier haben wir Wasserstoff. Das ist gut, das klappt also. Das wäre das Prinzip. Also ich muss hier einfach nur eine Pumpe haben. Das wäre das Einfachste. Das ist ja an der richtigen Stelle. Eine Pumpe, die das Wasser hier reinpumpt. So, das muss ja möglich sein. Das Geos gibt es denn hier? Akkumulator, da gibt es ihn, ja. Ja, eigentlich müsste der doch gehen, wenn ich das verbinde. Das entspricht doch dieser Pumpe mehr oder weniger. Das Pumpe natürlich nicht sammelt Wasser, aber ja, ich probiere das mal. Probieren wir. So. Einmal ein Rädchen. Einmal das. Da ist er schon. Dann brauchen wir eigentlich nur noch den Fluid. Gut. Das wäre neu. Ich könnte es auch hier mit dem Laser, mit Energy Item, da gibt es ja auch den Fluid Laser. Aber ich mache das jetzt mal so. Ich hoffe, das geht. Jetzt habe ich nur ein Kabel. Sparsam hoch 3. So. Sind wir mal ein bisschen großzügiger, so. Okay. Ja, da kommt er hin. Ich vollladen. So, fertig. Glucker, glucker. Dann hier raus. Und Kabel dran. Gucken, was passiert. Ist das jetzt voller Wasser? Sieht erstmal gut aus. Jetzt auch Wasser. Ja, das ist doch genau das, was wir wollten. Also, das müsste klappen. Jetzt muss man hier nur das Ganze herausführen. Ich bin mir fast sicher, dass auch von der Mod, von dieser oder jener Vulpes Library oder Advanced Repertory, dass es da auch irgendwelche also diese Rohre gibt, die man da nehmen kann. Und dann müsste man da einen Tank hinstellen. Das sollte irgendwie auch mit dieser Plattform verbunden werden. Ich weiß, da gibt es irgendwas, was man da direkt hinstellen kann. Und dann wird die Rakete automatisch aufgeladen. Übrigens ist das hier noch nicht so ganz vollständig, wie ich gerade sehe. Dazu brauche ich ein bisschen Konkret noch. Ja, okay. Wie schnell verbraucht sich das hier? Geht. Das dann ist es nicht. Lassen wir erstmal ein bisschen arbeiten. So, was machen denn meine Hühnchen? Da habe ich ein paar verstreut hier. Also, die sitzen da alle irgendwie rum.
Tut mir leid, ich muss schlachten. Ja, geht auf Weihnachten zu. Es ist eigentlich ein Gänsebraten angesagt, aber ich habe ein paar. Ja, tut mir immer leid. In echt wäre es natürlich auch nicht schön, aber ich habe gesagt, wer jetzt hier draußen rumschwirrt, der muss damit rechnen, geschlachtet zu werden. Ja, also selber schuld, kann ich dann noch sagen. schon wieder einer draußen. Ja, aber ich meine, wir konnten gar nicht eigentlich, wir konnten nicht nur draußen sein. Also, ja, gut, bitte gerne. So, wie sieht's denn bei euch aus? Ein Mädchen. Nee, eher Mädchen. Dann wollen wir mal ein bisschen wieder neue Hühner ins Leben rufen. Ich brauche ja die Chicken, die gebratenen Chicken für mein Siamese-Pet. Das ist sehr viel. Das ist sehr sinnvoll. Eben weil die Zombies vertrieben werden. Aber das erinnert jetzt schon an Massentierhaltung. Naja, noch nicht ganz, aber ist vielleicht Bodenhaltung. Ich weiß es nicht. Aber da wird immer mehr. Ja, und dann muss ich hier auch mal durchgehen. Das war so gar nicht absichtlich. So, ihr seid so schnell und ich hab schon wieder Eier parat. Ich hab's gar nicht so wahrnehmen. Ich mach das keine an hier. Schon wieder 15 Eier. Mann. Wieder ein Eierkuchen. So, ja, gut. Ich hab das nächste Mal. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Das ist jetzt aber nicht meine Schuld. Ja, das ist natürlich doch, aber. Ja, jetzt. Das war geschickt. Schnell weg, ne? Ja, geht nicht. Geht nicht, tut mir leid. Kann ich nicht zulassen. So, dann wollen wir die mal eben durch den Ofen jagen. Und dann habe ich, glaube ich, ich habe ja noch 64. Da kann man noch mal ein paar freilassen. Aber ihr müsst ins Gebäude zurückkommen. Alles klar, ne? Sonst ist der böse Onkel hinter euch hier. Das kann weg. Ja. Okay. Okay. 21, damit komme ich erstmal hin. Gut. Ich glaube, damit ist das Wichtigste für heute getan. Wollte ich das jetzt packen. Ganz ordentlich. Hier wieder rein. So. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Gold. Und dann muss aber auch nochmal das Tool mit den Wither-Skeleton rein. Das hilft alles nichts. Das setzen wir nochmal dahin. Und zack, jawohl. Ich
brauche nämlich nochmal Skulls, Wither Skeleton Skulls und ja, dann können wir die mal erzeugen. So, ich glaube, die Necrotic Bolt, die kann ich da auch mit erzeugen. In anderen Spielen geht das nicht, das geht ja nicht. Das kommt mit. Dann weiß ich nicht, wofür ich die brauchen kann. Das ist eigentlich auch unsinnig. Aber ich habe hier keinen Platz mehr. Das ist alles schon belegt. Okay. Was haben wir da? Experience ist voll. Gut, alles klar. So, das lassen wir ein bisschen laufen. Und ich werde dann auch heute damit schließen und morgen mich wieder melden. Ich hoffe, das war diesmal auch laut genug. Ich werde es im Nachhinein nochmal überprüfen, aber ich glaube, das ist diesmal ordentlich gegangen. Ach ja, da waren wir auch noch stehen geblieben. Ja, dann bleibt mir nur einen schönen Abend zu wünschen und bedanke mich fürs Zuschauen und eventuell dann bis morgen. Tschüss.